Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Let's Play Train Fever. Transport Fever, muss mich da auch noch ein bisschen reingewöhnen. Wir sind ja im Kattelhof und wollen gerade eine Busverbindung. Bauen gerade eine Busverbindung. Zack, zack. Und die letzte, na ja, oben mache ich eigentlich keine mehr. So, neue Linie. Zack, zack. Und die ist gelb, oder? Ja, mach mal gelb. Die ersten Linien sind bei mir ja immer gelb. Linie. Haltestellen hinzufügen. Zack. Und zack. Und zack. Und wieder zurück. So. Und die könnte ich eigentlich auch gleich mal benennen. Und weil das die zweite Stadt ist, die ich hier habe, fange ich die Zahl mit 2 an. Upsala. Die 201 ist das dann. Linie 201. Da muss auch Bus davor. Bus 201. Das ist Bus. Ja, alles wegmachen. Bus 101. Korrekt. Ach nee, jetzt weiß ich wieder. Jetzt weiß ich wieder meine Taktik, was ich früher gemacht habe. So, geh noch mal in Linien rein. Ich habe da als erste die Zahl geschrieben und danach der Ort. Alfhausen. Hause. 101 Alfhausen, genau. Und das ist die Kattelhof. Ich denke immer, wenn es markiert, dann macht es alles weg, wenn ich da was hinschreibe. Die 201 Kattelhof. Zack, Enter, nicht Kadenhof. Da kann man dazwischen klicken. Ah, man kann dazwischen klicken. Ja, das ging damals noch nicht. So, jetzt tun wir hier mal ein Depot hinstellen. Depot. Das brauchen wir erstmal nicht mehr. Und das Depot wird ja idealerweise hier passen. Auch nicht möglich. Drehen wir doch mal kurz die Perspektive. Wie wär's denn hier? Hier wird es gehen. Straßenverzeige kaufen. Hier nehmen wir mal einen orangenen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alle zuweisen auf den Kattelhof. Gucken wir mal, wie die Orangen ausschauen. Na, kommen wir heute noch hier runter. So, zack. Ja, schöne, sehen ein wenig anders aus. Also, ich finde das auch schön, wie der hier oben drauf sitzt. Ne? Weil das zwei verschiedene Linien sind, also zwei Linien in einer Linie. Ne, die pendeln sich schon ein. Das macht ja schon viel aus. Warten ja schon ein paar, fahren ja schon ein paar mit. Zurzeit machen sie ja noch Minus.
Ja, die waren ja schon immer mit. Hier sind auch ein paar. Die Leute, die haben immer noch keine Namen, die haben immer noch Zahlen. Ist auch einfacher umzusetzen. Muss ich ehrlich sagen. Ein bisschen schräg möchte ich dann schon haben. Haben wir eine Sonnenspiegelung? Hey, guck mal hier, eine Sonne. Ist ja schön. Fahren wir nochmal ein Ründchen mit. Schön. Ich finde das richtig schön simuliert. Weil der Himmel sieht auch wunderhübsch aus. Ist nochmal ein Stein mitten in der Landschaft da drüben auf der rechten Seite. Hier ist eine Haltestelle. Aber hier könnten sie vielleicht noch mit anzeigen, wie viele Passagiere gerade drinnen sitzen. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Autosave. 2 Jahre haben wir schon geschafft. Und hier warten jetzt auch schon ein paar mehr. Ja, da warten bloß ein paar. So, wo wollten wir denn den Bahnhof? Hier wollten wir den Bahnhof ansetzen, ne? Da wollen wir noch ein paar andere Städte erstmal mit Nahverkehr oder wollen wir den Bahnhof schon bauen? Haben wir gerade Plus? Ne, eher Minus. Noch machen wir Minus. Aber die Linien. Achso. Also Alfhausen hat mir so irgendwie. Da müssen wir mal noch ein paar mehr. Brauchen wir noch ein paar mehr. Oder? Na warte mal. Es fahren noch nicht viel mit. Das legt sich wahrscheinlich noch, aber ich setze trotzdem noch mal 2 drauf. Hier ist das. Gelb waren die. 1, 2, 3. Setze ich nochmal drauf. Ist der Tick besser? 83. Gefällt mir besser. Und hier unten. Die waren orange. 1, 2, 3, 4. Hallo. Gucken wir nämlich gleich mal. 82, das ist gut. Also 60 Sekunden ist eigentlich der perfekte Rhythmus. Ja, jetzt warten wir auch ein paar mehr. Gleich haben sie auch ein Ziel, wo sie hinfahren, wenn wir den Bahnhof bauen. Ach, es ist schon schön. Hier irgendwo in der Nähe. Etwas Güter. Nicht so weiter weg, noch nicht so viel Geld. Wir haben sehr viel Rohöl in der Gegend. Und das Rohöl könnte man auch hier oder hier verarbeiten. Weizen haben wir hier zwar in Lebensmittel, aber wir haben ja weit und breit kein Feld. Das nächste wäre da, da hinten oder hier. Das ist mir zu weit. Holz, Holz und Bretter. Hier oben finde ich schön den Wind, der so weht. Schön. Müssten ja jetzt langsam in den Plusbereich kommen.
Die Industrien werden ja auch alle aufgezeigt. Ah, hier werden die ganzen Industrien aufgezeigt, siehst du? Was haben wir denn hier? 11.000 hat was. Ganz oben war das. Das passt alles nicht so wirklich zusammen. Was ist das hier? Die Liste der Depots haben wir ja bisher noch zwei. Dann die ganzen Haltestellen. Wie viel da warten? Hat nur einen Passagier insgesamt. Das ist nicht so praktisch. Aber wenn wir den Zug bauen, ist es wahrscheinlich praktischer. Das machen wir auch nächste Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.